Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus unserer Serie Wissen hoch 2. Mein Name ist Tobias Wischnert und ich werde dieses Webinar für Sie moderieren. Heute befassen wir uns mit dem Thema Resilia, alles über das neue Cyber Resilience Framework. Serfio möchte Ihnen die Möglichkeit geben, sich kurz und kompakt über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Der Vortrag wird in etwa 45 bis 55 Minuten dauern. Sie haben die Möglichkeit, in der Chatfunktion Fragen zu stellen. Ihre Fragen gelangen nur zum Moderator, sprich zu mir. Fragen zur Technik werden direkt beantwortet. Wenn uns am Ende des Vortrags die Zeit reicht, werden wir auf die eine oder andere Frage direkt eingehen. Falls die Zeit nicht reichen sollte, werden Ihre Fragen selbstverständlich schriftlich beantwortet und Ihnen per Mail zugestellt. Ihr heutiger Dozent ist Herr Markus Bause. Er ist seit 2004 als Berater und Trainer und seit 2006 als Geschäftsführer bei der Serfio tätig. Er ist ausgewiesener Spezialist in diesem Fachgebiet. Somit übergebe ich an Herrn Markus Bause und wünsche Ihnen eine sehr informative Stunde. Ja, Tobias, vielen Dank für die Anmoderation. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Cyber Resilience und der Vorstellung von Resilia, dem neuen Framework, das von der Excellus ja vorgestellt worden ist und jetzt am Markt verfügbar ist, das sich mit dem Thema Cyber Resilience auseinandersetzt. Wir als Serfio werden die Zertifizierung zu diesem Framework anbieten und möchten Ihnen mit diesem Webinar die Chance bieten, mal einen Einblick zu bekommen, zu schauen, um was geht es hier eigentlich, was steckt hier drin, passt das für mich und wie positioniert sich das. Das sehen wir auch hier auf der Agenda. Das ist so ein bisschen die Schritte, durch die ich Sie jetzt in den nächsten 40 Minuten führen möchte. Einmal, warum ist das Thema Cyber Resilience eigentlich so wichtig? Warum ist das momentan hip? Warum passt dieses Framework Resilia auch sehr gut in die heutige Zeit? Wir werden sehen, dass es sich sehr stark positioniert auf einer Management-Ebene, nicht technologisch. Also warum ist es mehr als nur Technologie? Wir werden schauen, was sind so die Kernprobleme und Hindernisse dahinter. Gucken mal ein bisschen rein, was ist es überhaupt genau, was finde ich denn in Resilia, was finde ich vielleicht aber auch nicht. Und wir positionieren es dann auch zu anderen, gerade Security-relevanten Frameworks, wie zum Beispiel die ISO 27000. Und dann ist es ja so, dass man ja immer wieder mal so hört, in Anführungszeichen, Resilia hätte auch das sechste Eitelbuch sein können. Da schauen wir auch mal, was da dran ist. Ja, und zum Schluss, was gibt es für Schulungen und was gibt es für Zertifizierungen dafür? Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Warum brauchen wir eigentlich Cyber Resilience? Wenn man sich das Thema so in der Presse anschaut, auch nicht nur in der IT, sondern grundsätzlich in der Gesellschaft, sehen wir, dass die Gefahren real sind. In der Vergangenheit hatten wir den Angriff auf den Deutschen Bundestag, was ja schon ein sehr heftiges Beispiel ist, der attackiert worden ist und offensichtlich ja auch mit Erfolg oder zumindest mal mit Teilerfolg. Wir haben große Firmen wie Sony, wie eBay, wie ganz viele, die in den letzten Jahren und Monaten ja, Cyberattacken erlegen sind. Und umso mehr wir die Welt vernetzen, umso mehr wir zusammenarbeiten, so mehr von unseren Aktivitäten und Informationen übers Internet verarbeitet und übertragen werden, umso höher werden die entsprechenden Gefahren. Gerade diese Woche gab es in der Frankfurter Allgemeinen, was ja jetzt nicht gerade eine IT-Zeitung ist, einen Artikel dazu mit einer sehr interessanten Schlagzeile, die nannte sich die Schattenwolke, das unbekannte Sicherheitsrisiko. Weil immer mehr Mitarbeiter am Arbeitsplatz, immer mehr Internetdienste nutzen, geraten Unternehmensdaten in Gefahr. Und die haben sich dann auch mit diesem Thema Cyber Resilience auseinandergesetzt. Also, wir haben hier Handlungsbedarf. Und das ist etwas, was als Thema gerade aus der Geschäftssicht, gerade aus der Business, aus dem Business-Risikomanagement ein ganz immer mehr an Bedeutung gewinnt und dementsprechend auch einen entsprechenden Bedarf generiert, den klassische Security-Frameworks oder Standards, wie zum Beispiel ISO 27000, nur zum Teil bedienen können. Aber das schauen wir uns gleich auch nochmal genauer an.
Wenn man sich das so anschaut, da gibt es eine ganze Menge Studien in der Zeit. Ich habe einfach mal so ein paar Zahlen rausgesucht, ne, die man dazu finden kann. Letztendlich gibt es eigentlich nur zwei Arten von ja, Organisationen. Die, die bereits angegriffen worden sind und die, die es noch nicht gemerkt haben. Also Angriffe hat eigentlich jeder schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise gehabt. Diese Studien sagen zum Beispiel, wie man es hier sieht, 73% der großen Unternehmen haben in 2014 Virenangriffe gehabt oder irgendwelche andere schädliche Software. 37,3 Millionen Benutzer weltweit erleben Phishing-Attacken. Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen schon solche E-Mails gekriegt, so gefakte E-Mails von irgendeiner Bank oder von Amazon oder ähnliches. Meine Mutter hat mich letzte Woche angerufen und gesagt, ich habe hier eine Rechnung von Amazon, ich habe gar keinen Amazon-Account. Das war genauso eine Phishing-Mail. Das Schlimme dabei ist aber, obwohl es eigentlich, ja, wenn ich das so erzähle, sagen Sie, na, es ist ja eigentlich nichts Neues und das ist doch blöd, wenn man da draufklickt. 50% der User öffnen diese E-Mails und klicken auf diese Phishing-Links. Und dadurch entstehen enorme Schäden. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor. 95% der Security-Incidents ist der Einfallpunkt, ist der Schwachpunkt der Mensch. Und daher haben wir hier ganz enormen Handlungsbedarf. Also, die Frage ist eigentlich nicht, ob wir schon mal angegriffen worden sind. Das sind wir alle. Und das wird zunehmen, sondern die Frage ist, wie sind wir darauf vorbereitet und wie gehen wir mit diesem Thema zukünftig um? Warum ist also Cyber Resilience so wichtig? Es ist auf der einen Seite so wichtig, weil diese Schäden, die dort entstehen, enorme Auswirkungen haben. Natürlich auf der monetären Seite, wenn wichtige Informationsdaten und die Informationen, zum Beispiel Kundendaten, ja einer der ganz strategischen Werte in den Unternehmen geworden sind und immer mehr werden. Wenn diese Daten in falsche Hände geraten oder zum Mitbewerber geraten, entstehen enorme finanzielle Auswirkungen. Es können natürlich auch direkte Schäden entstehen, wenn zum Beispiel dafür gesorgt wird, dass irgendwelche ja, Geschäftsprozesse auf einmal nicht mehr funktionieren, man nicht lieferfähig ist, Ausfälle hat oder ähnliches. Aber auch was ein ganz wesentlicher Faktor ist, ist der Verlust an Reputation, der Verlust an Kundenvertrauen. Ich gebe Ihnen da ein kurzes Beispiel aus, ja, wie ich es selber einmal erlebt habe. Ich habe einen Kumpel, mit dem ich öfters auf der PlayStation spiele. Und ich bin eigentlich so der Spieler nicht im Internet, sondern so für mich alleine. Und er spielt mehr so im Internet. Und er sagte zu mir, hey, warum machst du denn nicht so einen Account aber ist beim Sony Network? Das ist total cool und da kann man im Internet spielen und so weiter und so fort. Und ich sagte zu ihm, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl und Kreditkartendaten da zu hinterlegen und so weiter. Und er sagt, ach Quatsch, das ist doch Sony, was soll da passieren? Und 2 Tage später kam die Meldung, dass das PlayStation Network gehackt worden ist, mittlerweile ja schon ein paar Mal, dass zig Millionen Kreditkartendaten verloren gegangen sind, dass das Network dadurch mehrere Tage down war, was enorme Kosten produziert hat. Aber alleine dieser Verlust an Reputation. Also ich sitze nicht mehr hier und sage, naja, Sony, was soll da passieren? Das ist ein Weltkonzern. Im Gegenteil. Also das ist etwas, diesen Verlust an Vertrauen, den sie sich über Jahre aufgebaut haben, kann durch solche Angriffe in Minuten dahin sein. Haken der Geschichte ist, dass diese Risiken steigen. Es gibt immer mehr Angriffe, immer aus verschiedenen Richtungen. Technologien verändern sich rasant. Anwendungen in der Organisation verändern sich rasant. Dienste, Services gehen in die Cloud, kommen aus der Cloud zurück, werden outgesourced. Mitarbeiter arbeiten mobil von zu Hause. Kleinigkeiten. Ihr Mitarbeiter kopiert wichtige und vielleicht auch geheime Unternehmensdaten mal kurz auf seine Dropbox, um es auf seinen iPad zu bekommen. Schon liegen die Daten nicht mehr in ihrem Zugriff, schon liegen die Daten nicht mehr in ihrer Kontrolle. Also die Risiken steigen. Wir können uns aber gegen diese Entwicklung natürlich nicht wehren. Wir können ja nicht sagen, wir heben diese ganze Mobilität auf, sperren die Leute wieder ins Büro, damit wir irgendwie sicher sind. Das ist ja ein Teil unserer Community, ein Teil unserer Produktivität. Das hat ja ganz viele positive Aspekte. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Und dadurch, dass dieses Thema kein reines IT-Thema mehr ist, dadurch, dass es auch ganz viel damit zusammenhängt, wie werden mit Daten gearbeitet, wie sieht es da auf den Geschäftsbereichsverantwortlichkeiten aus, ist es so, dass hier die Verantwortlichkeiten nicht klar sind und vor allen Dingen,
diese Risiken häufig gerade von Top-Down aus der Board-Ebene, aus der Senior-Management-Ebene, aus der Geschäftsführungsebene noch nicht angekommen ist. Aber die Geschäftsführung ist accountable, ist ergebnisverantwortlich dafür, dass hier entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Ein weiterer Punkt ist, es wird häufig viel zu punktuell gearbeitet, gerade wenn man nicht über Cyber Resilience spricht, was ja Widerstandsfähigkeit eigentlich heißt, sondern wenn man über Security spricht. Diese situative Awareness. Wir bauen eine 28 Meter hohe Firewall und hoffen, dass da keiner drüber springt, aber rechts und links davon machen wir uns keine Gedanken und die Mitarbeiter dürfen nach wie vor entsprechende USB-Sticks verwenden, wo sie Daten hin und her schaufeln. Bring your own device. Wie kontrolliere ich denn entsprechende Geräte, die ja nicht unter meiner vollen Kontrolle sind, die auch außerhalb meines Firmenumgebung eingesetzt werden? Mitarbeiter arbeiten in Heimnetzwerken, die nicht sauber gesichert sind, die nicht verschlüsselt sind, was auch immer. Also diese Awareness für diese Gefahren und für diese Risiken sind immer sehr punktuell. Da wird dann irgendwas gemacht, meistens aber auch nicht als kontinuierlichen Prozess, sondern als ja, punktuelles Projekt. Und das ist dann doch häufig mehr operativer Aktionismus. Und dann auch zu schauen, wo sind diese Themen, wie zum Beispiel Widerstandsfähigkeit gegen Cyberattacken, wo sind die im Unternehmen aufgehängt? Meistens in der IT, meistens bei einem IT-Mitarbeiter und nicht mal als Top-Thema beim CIO. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir über Widerstandsfähigkeit sprechen und nicht nur über technische Security, haben wir alle, eigentlich gilt das für die Security ja auch, haben wir alle eine aktive Rolle. Jeder Mitarbeiter, jeder User, jeder IT-Mensch, jeder Abteilungsleiter und ganz vorneweg das Senior Management. Das sind die, die daran beteiligt werden müssen. Das sind die, die das Thema treiben müssen. Das sind die, die verstehen müssen, ich habe hier eine Accountability und ich habe hier auch eine Responsibility. Das heißt, jeder von uns muss dafür ja, die richtige Awareness haben. Ergo muss sich jeder mit dem Thema auch auseinandersetzen. Und das passiert in der Breite mit Sicherheit heute in den meisten Unternehmen noch nicht. Also ein deutlich unterschätztes Risiko. Also kurz zusammengefasst, wir haben hier deutlichen Handlungsbedarf. Es ist aber ganz wesentlich, dass man sich klar macht, dass dieses Thema weit über die IT hinausgeht. Das ist kein IT-Thema. Es hat einen ganz enormen menschlichen Faktor. Erstmal, wenn wir uns anschauen, wie entsteht Wertschöpfung in den Unternehmen. Natürlich spielen die Unternehmensdaten einen enormen Faktor, aber nur Informationen alleine helfen mir nicht, sondern die Informationen plus die intelligente Anwendung. Das führt dann zu Wissen und Fähigkeit, das eingesetzt werden kann, um dann bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Das heißt also, das System, in dem wir uns bewegen, deswegen sprechen wir ja auch immer von einem oder mehreren Managementsystemen, die dafür sorgen, dass wir bessere Geschäftsergebnisse erzielen, besteht immer aus Technologie plus Menschen. Es ist ja aber keine neue Erkenntnis. Also spätestens, wenn Sie sich mit Themen wie Service Management oder wie entsprechend Projektmanagement, Governance, wenn Sie sich mit solchen Themen auseinandergesetzt haben, dann ist es ja immer dieser Dreiklang People, Prozesse, Produkte. Ganzheitlich und holistisch zu betrachten. Braucht man Covid-5 gucken in die entsprechenden Grundprinzipien, kann man in Eitel reingucken, über das Gleiche, alle adressieren das bereits. In der Security ist es halt meistens so, dass man doch sehr stark noch technologiefokussiert agiert und versucht, technologische Lösungen zu finden für sehr häufig von Menschen produzierten Problemen. Und wir werden dieses Thema, ich sage jetzt mal, dauerhafte Widerstandsfähigkeit gegen wie auch geartete Attacken werden wir nur dann hinbekommen, wenn man diesen Ansatz wiederum ganzheitlich angeht. Also wieder mit Menschen, Technologie und auch entsprechende Abläufe. Denn Menschen und ihr Verhalten verursachen die meisten Schwachstellen. Sie können ein super Firewall-Konzept aufbauen. Wenn der Mitarbeiter seinen Laptop mit nach Hause nimmt und in sein ungesichertes WLAN hängt, sind ihre Daten verfügbar. Das ist einfach, die Mitarbeiter müssen sich klar darüber sein, welche Gefahren sie da gehen, welche Risiken da sind
und was das richtige Verhalten ist. Wie sieht eigentlich gutes Verhalten aus? Darüber gibt es überhaupt kein klares und schon gar kein einheitliches Bild in der Organisation. Also ein enger Fokus auf IT erfüllt nicht die Anforderungen an die Cyber Resilience, auch nicht die Anforderungen, was Cyber Resilience oder Security an ihre Strategie angeht und schon gar nicht in ihre Operations und auch nicht für die Menschen. Es ist absolut notwendig, über die IT-Security hinaus zu blicken. Und das ist der Punkt, wo Cyber Resilience und dann nachher, wenn wir auch sehen, das Framework Resilia ansetzen. Es ist kein Ersatz für die ISO 27000. Das werden wir nachher auch gleich nochmal in einer, sehen, wenn wir die Frameworks mal ein bisschen in Relation stellen. Ein ISO 27000-Experte, der sich das Resilia-Buch nimmt, der sagt, ja, also steht da jetzt nichts Besonderes drin, das ist so alles Trivialitäten. Resilia positioniert ein Management-Framework mit einer starken Business-Orientierung, um dafür zu sorgen, dass die Maßnahmen, wie man sie nachher aus einer 27000 zum Beispiel ableiten kann, sauber integriert werden in ein Management-System, dass Strukturen aufgebaut werden für Cyber-Resilience, für Cyber-Widerstandsfähigkeit, die wirklich zu einem veränderten Verhalten von Menschen führen. Und nur wenn sich die Menschen ihr Verhalten verändern, wenn sich ihr Verhalten der Risikolage entsprechend anpassen, dann werden sie in der Organisation die Ergebnisse erzielen, die sie brauchen, um Cyber-Resilient, um widerstandsfähig zu sein. Also strukturbedingt Verhalten, verhaltenbedingt Veränderung. Resilia gibt ihm die Möglichkeit, Strukturen aufzubauen, die Technologie, Menschen und Prozesse zusammenbringen. Es beantwortet aber nicht die Detailfragen in Technologie oder in Prozesse. Dafür brauchen Sie dann wieder die Spezialframeworks wie ISO 27000. Aber das kennen wir auch schon aus Frameworks wie zum Beispiel ITIL. In ITIL kriegen Sie auch nicht beantwortet, wie Sie einen iMac-Prozess genau aussehen soll oder wie Sie jetzt technisch den Rollout machen müssen, sondern Sie haben ein Best-Practice-Framework, das Ihnen ein Management-System gibt, wie Sie Service-Management ganzheitlich aufsetzen können, um diese Spezial-Know-how und diese Spezialaktivitäten zielgerichtet zusammenzubringen. Und so positioniert sich Cyber Resilience auch, ich sage jetzt mal, über oder steuernd auf den Spezialframeworks wie zum Beispiel oder Standards wie die Security. Was sind also die Kernprobleme? Nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Der Mensch hat das größte Potenzial, wenn er geschult ist und wenn er eine Awareness hat, wenn er also Bewusstsein dafür hat, welche Risiken entstehen, hat das größte Potenzial, entsprechende Risiken, Schwachstellen, Angriffe aufzudecken und dafür zu sorgen, dass sie richtig darauf reagiert wird, sodass der Schaden minimiert bleibt. Er ist aber gleichzeitig das größte Risiko durch Fehlverhalten und die größte Schwachstelle und häufig der primäre Angriffspunkt. Dementsprechend muss jeder seinen Beitrag leisten und das geht nur von top down, jeder Mitarbeiter. Und dementsprechend muss sich auch jeder Mitarbeiter mit dem Thema Resilia auseinandersetzen. Es muss uns klar sein, dass niemand sicher ist. Wir werden keine hundertprozentige Sicherheit erreichen können. Wir können jetzt nicht sagen, wir führen Resilia ein und dann sind wir auf die nächsten 20 Jahre wird uns nichts mehr passieren können. Da haben wir eine Mauer um uns Unternehmen gezogen, die uns absichert und noch einen Graben dazu und eine Fallbrücke. Das wird nicht funktionieren. Wir sind nicht sicher. Wir sind immer diesen Angriffen ausgerüstet und ausgesetzt. Cyber Resilience bedeutet, sich Funktionalitäten aufgebaut zu haben und die weiterzuentwickeln, die mich in die Lage versetzen, mich auf Angriffe vorzubereiten. Aber da kann ich mich nur auf die Angriffe vorbereiten, von denen ich auch, ich sage es mal, mir vorstellen kann, dass sie passieren werden. Mich dafür in die Lage setzen, dass ich Angriffe frühzeitig bemerke und dass ich dann auch Wiederherstellungsfunktionen Umgangsweisen und Denkweisen und Handlungsweisen in meiner Organisation etabliert habe, die mir dabei hilft, auch eine wirklich zügige Wiederherstellung hinzubekommen und die Auswirkungen zu minimieren von Angriffen. Und das in einer Umwelt, in der sich die Bedrohungen, Verwundbarkeiten, Risiken permanent verändern, die ganze Zeit immer wieder, finden Sie sich damit ab. Mit einem Projekt können Sie es nicht hinkriegen. Projekt ist immer ausgeprägt oder gekennzeichnet durch eine Einmaligkeit. Wir brauchen ein Management-System, das Cyber Resilience, Widerstandsfähigkeit immer wieder überdenkt, immer wieder anpasst, immer wieder die richtigen Maßnahmen setzt, genauso wie sich alle anderen anderen Management-Systeme auch immer kontinuierlich an die Gegebenheiten anpassen müssen.
Und was noch ein ganz wesentlicher Faktor ist, Compliance ist keine Sicherheit. Nur weil Ihnen ein Auditor gesagt hat, Sie sind ISO 27000 compliant, heißt das noch lange nicht, dass Sie widerstandsfähig gegen Cyberangriffe sind. Ja. Wichtig ist, nicht Compliance zu erzielen. Es gibt gute Gründe, compliant zu sein, von dem, was Regularien vorgeben und so weiter. Aber Compliance heißt nicht automatisch Sicherheit, das muss Ihnen klar sein, sondern es geht darum, sich Gedanken darum zu machen, auch wo sind meine unternehmenskritischen Daten, wo sind meine unternehmenskritischen Geschäftsprozesse und wie muss ich mich aufstellen, um hier entsprechend gut vorbereitet zu sein. Das sind die Kernproblematiken, vor denen wir stehen und nicht nur seit heute und die werden, ja, an Relevanz gewinnen. Warum ist das eigentlich heute noch nicht da? Denn das, was ich Ihnen jetzt gerade erzähle, werden wahrscheinlich viele von Ihnen sagen, ja, ist ja eigentlich nichts Neues. Ich meine, diese Cyberangriffe nehmen vielleicht zu, aber das haben wir ja nicht erst seit gestern. Es ist gerade auch, ich sag mal, im gehobenen Mittelstand sehen wir das noch ganz stark, aber auch in den Großunternehmen, es gibt eine mangelnde Awareness vom Senior Management, sich mit dem Thema auseinandersetzen und dem auch die richtige Priorität zu geben. Und richtige Priorität heißt ich, es wird da rein investiert. Es wird Geld in die Hand genommen, es werden Ressourcen zur Verfügung gestellt, es wird wirklich darüber nachgedacht, in der Breite daran zu gehen. Es ist auch viel einfacher, fünf Leute in der Organisation auszugucken, die jetzt irgendwie in der IT so als Silo, als Projekt sich mit Security auseinandersetzen zu müssen, als meine 10.000 Mitarbeiter zu schulen. Aber ich werde diese 10.000 Mitarbeiter schulen müssen, weil wenn diese sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die müssen alle nicht Practitioner sein, aber wenn die sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wenn sie nicht wissen, welche Risiken dort existieren, können sie sich technische Security aufbauen, und sie werden immer angreifbar bleiben, weil der Angriffspunkt der einzelnen Mitarbeiter ist. Das heißt, auch gerade dieser enge Fokus auf die Compliance, ISO 27000, alles gut, Haken dran, brauche mich nie mehr drum kümmern, der reicht nicht, sondern ich muss da schauen, wo die Risiken liegen. Und es gibt häufig in den Organisationen gar kein klares Bild darüber, wie bei mir individuell gute Cyber Resilience aussieht. Und das wird Ihnen das Buch auch nicht beantworten. Das Buch beantwortet Ihnen, welche Fragen Sie sich beantworten müssen, welche Risiken Sie identifiziert haben müssen. Das ist für jeden unterschiedlich. Das ist genauso wie sieht gutes Service Management aus? Das finden Sie auch nicht generisch im Idle-Buch. Das finden Sie nur das, wenn das, was im Idle-Buch steht, Sie zuschneiden oder auf Ihre Organisation mappen. Und das gilt hier ganz genauso. Das heißt also, das Thema Cyber Resilience muss selbstverständlicher Teil der Unternehmenskultur werden. Seit 20 oder 30 Jahren, seitdem es Idle auf dem Markt ist, laufen wir durch die Welt und erzählen den Menschen, Service Management muss in die Köpfe rein. Wenn Sie in die Köpfe der Mitarbeiter drin sind, wenn Sie eine Servicekultur als Dienstleister aufgebaut haben, kommen die Prozesse von alleine. Und das Gleiche gilt für Cyber Resilience. Ein Bewusstsein dafür, was es heißt, widerstandsfähig gegen Cyberangriffe zu sein, muss im Kopf jedes einzelnen Mitarbeiters drin sein. Das muss in die Unternehmenskultur mit eingeflossen werden. Und das ist der Grund, warum wir Resilia brauchen. Weil das alleine, ISO 27000, wird nicht zur Teil der Unternehmenskultur. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Standard, wie Sie Security umsetzen können. Aber Sie müssen es in die Köpfe der Menschen reinkriegen. Sie müssen es in ein Managementsystem packen. Und dann dabei hilft Ihnen Resilia. Das ist der Grund, warum Resilia notwendig ist. Und das ist auch der Grund, warum es ein sehr, sehr gutes Framework, ein sehr, sehr gutes Best Practice ist, die jetzt zu einem perfekten Zeitpunkt kommt, um ja, in Zukunft vielleicht ähnlich erfolgreich zu sein wie ITIL. Was ist also Resilia? Das ist den Namen, den die Accellos als intellektuelle Eigentümer diesem Cyber Resilience Best Practice gegeben hat. Für die, die es vielleicht nicht kennen, die Accellos ist ein Private-Public Partnership, die der intellektuelle Eigentümer von Best Practices wie ITIL für Service Management oder PRINCE2 für Projektmanagement sind, MOR, Risikomanagement, MSP, wie Managing Successful Programs, also Programmmanagement. Und ein Ansatz, den die seit mehreren Jahren fahren, ist sogenannte integrierte Best Practices, weil das ist das, was wir in der Praxis sehen, dass ja auch ein Service Management nicht für sich alleine existiert, sondern sehr viel Interaktion hat mit zum Beispiel Projektmanagement, mit dem Risikomanagement und mit der Governance. Und das Thema Cyber Resilience, Widerstandsfähigkeit, gerade auf einer Managementsystemebene, war hier noch ein schwarzer Fleck, der jetzt gefüllt ist. Es gibt aber nicht nur einen schwarzen Fleck in dem Portfolio der Accellos, sondern es ist eigentlich ein schwarzer Fleck grundsätzlich in den Managementsystemen auf dem Markt. Also es gibt
In der Positionierung gibt es das noch nicht. Und das ist etwas, was uns da sehr, sehr stark hilft. Also, Resilia ist ein Best Practice Framework. Also es ist wieder genauso mit, es ist kein Standard, sondern es ist eine Sammlung von guten Erfahrungen, wie man Cyber Resilience, Cyber Widerstandsfähigkeit entsprechend aufbauen kann. Es ist auf die komplette Organisation ausgerichtet. Also es hat keinen Technologie- oder IT-Fokus. Es ist kein IT-Framework, sondern es ist ein Business-Framework, um in der Gesamtorganisation Cyber Resilience herstellen zu können. Und es verfolgt einen ganz klaren Top-Down-Ansatz. Es ist stark businessorientiert, richtet sich an die komplette Organisation und verfolgt einen holistischen Ansatz mit Menschen, Technologie und Prozesse. Wie wir es in COBIT finden, wie wir es in Service Management finden, passt sich dort also perfekt rein. Was befindet sich da drin? Man findet eine ganze Menge von Managementprozessen, die man auf große wie auch kleine Organisationen anwenden und dort verankern kann. Man muss diese Managementprozesse entsprechend zuschneiden und tailern. Also es geht hier wiederum nicht darum, das Buch abzuschreiben. Auch hier ist Buchtreue kein Qualitätskriterium in der Umsetzung, sondern es ist anpassbar auf jegliche Organisationsgröße. Es ist ein organisationsweites Managementsystem, die Faktoren Menschen, Prozesse und Technologie einbezieht. Wie gesagt, kein IT-organisationsweites, sondern gesamtheitlich organisationsweit. Es ist sehr praxis- und orientiert, es gibt pragmatische Guidance, pragmatische Hilfestellungen und es ist an gängigen Frameworks und Standard ausgerichtet. Also es gibt sehr, sehr gute Integrationsmöglichkeiten mit ITIL, das werden wir nachher nochmal sehen, da gehe ich nochmal kurz drauf ein, weil manche sagen schon so in Anführungszeichen, hätte auch das sechste ITIL-Buch sein können, aber auch zu den klassischen Security-Vorgehensweisen, wie man sie von BSI oder von ISO 27000 kennt, perfekt integrierbar. Also es ist ergänzend und nicht ersetzend. Die Struktur, die wir darin finden, folgt dem bewährten ITIL Lifecycle. Also Resilia ist auch aufgebaut mit, wenn ich eine Cyber-Widerstandsfähigkeit aufbauen möchte, brauche ich eine Cyber-Resilience-Strategie, ich brauche ein Cyber-Resilience-Design, ich brauche eine Transition, ich brauche eine Operations und ich muss es kontinuierlich weiterentwickeln. Also dieser Lifecycle Ansatz, dieser Management-Ansatz, der hinter ITIL steckt, ist hier komplett übernommen worden und umgesetzt worden. Und dementsprechend kann man dann auch die Aktivitäten, die dahinter stecken, in einem zum Beispiel etablierten ITIL-Management-System perfekt einbauen. Da sehen wir einen riesen Vorteil. Ich muss kein neues Management-System etablieren, sondern ich kann es mit den existierenden Management-Systemen in meiner Organisation, also mit dem existierenden Service-Management zum Beispiel, perfekt verheiratet. Ich muss eigentlich nur dort mit einbauen. Wie positioniert sich Resilia im Vergleich? Das ist einfach mal so eine Darstellung, die ich von der Excellos mir geklaut habe. Ich finde sie aber ganz gut, weil man hier auch nochmal genau sieht, wie sich Resilia, das sind die zwei dunkelroten Punkte rechts oben in der Ecke, gegen klassische Security-Themen positioniert. Wir sehen hier, es ist ausgerichtet tatsächlich an ein allgemeines Publikum. Es ersetzt dementsprechend auch nicht zum Beispiel diesen ISO 27000 Auditor oder ähnliches. Es hat einen ganz klaren Business-Fokus, keinen Technologie-Fokus. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Security auseinandersetze und gehe da zu Cisco, Oracle, Microsoft, das sind die Spezialfragen, die ja technologieorientiert sind. Da habe ich aber einen sehr starken technologischen Fokus. Und wir haben auf der anderen Seite, es ist auch kein Nischenpublikum, das hier adressiert wird, weil jetzt zum Beispiel mit einem CISM oder auch einem ISO 27000 Auditor, wie viel habe ich davon in der Organisation? Das sind ja keine 100 oder 200, sondern das sind die, die dann auditieren, das sind die, die sich die Vorgaben machen, das sind die Spezialisten. Hier geht es darum, wie schaffe ich Cyber Resilience in die Unternehmenskultur einzubauen, in der Breite. Deswegen hier ganz klare Positionierung Richtung entsprechenden allgemeinen Publikum, nicht nur IT und Richtung Business. Und wenn wir das hier auch sehen, so mit den Klassikern, sehen wir auch, dass diese rechte Oberecke im Prinzip noch unbedient war. Deswegen ist es auch gut, dass wir dieses Framework jetzt hier haben, dass wir diese Best Practices haben, die uns dabei helfen, das in der Praxis umzusetzen. Wer ist die Zielgruppe? Wir werden auch gleich sehen, es gibt Foundation- und Practitioner-Zertifizierungen, für die, die es vielleicht aus PRINCE2 kennen, eine ganz ähnliche Struktur. Es ist auf der einen Seite erstmal für gerade die Foundation die gesamte IT-Abteilung.
Also jeder IT-Mitarbeiter muss grundlegende Kenntnisse über Cyber Resilience haben. Das ist genauso wie, wenn ich Service Management machen will, muss auch jeder Mitarbeiter wissen, wie wir Services erbringen. Also da kommen Sie nicht dran vorbei. Na klar, natürlich, wenn Sie Organisationseinheiten haben, die sich mit Security, mit Risikomanagement, mit Compliance auseinandersetzen, ist das ein absolutes Thema für die. Aber auch die Businessabteilungen, HR, Finance, Einkauf, alle, die mit Geschäftsinformationen unterwegs sind und arbeiten, die mit kritischen Geschäftsinformationen unterwegs sind und arbeiten, die handeln, sind ja potenzielle Angriffspunkte und bei denen muss die entsprechende Awareness geschaffen werden. Man könnte jetzt darüber streiten, ob ich jetzt zum Beispiel jeden Mitarbeiter in eine 3 Tage Resilia Foundation schicken muss. Da wäre ich ja sogar bei Ihnen. Da muss man schauen, was macht da Sinn. Aber das gilt ja für Eitel auch so, ne? Dass man zum Beispiel hingeht und sagt, ich muss nicht meine 5000 Mitarbeiter in die Foundation schicken, aber ich muss dafür sorgen, dass 5000 Mitarbeiter in der IT wissen, wie Service Management gemacht wird. Das kann man dann auch über Essentials, über vielleicht aber auch E-Learning oder Ähnliches hinbekommen. Da muss man sich ein Awareness- und Schulungskonzept ausdenken. Das ist aber wieder individuell pro Organisation. Es fokussiert aber genauso dadurch, dass es kein IT-Framework ist, wie gesagt, jeden Mitarbeiter in der gesamten Organisation, denn jeder Mitarbeiter spielt eine aktive Rolle in der Cyber Resilience. Jeder Mitarbeiter ist Teil ihres Managementsystems. Und wenn ich den nicht darauf vorbereitet habe, wird er Fehler machen und dann schon haben wir, ist das Tor für Angriffe wieder offen. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, gehen Sie mit speziellen Awareness oder Maßnahmen auf Ihre Führungsebene zu, auf den C-Level, auf das Senior Management, auf die Board-Ebene, weil die sind accountable. Dem muss das klar sein, wie hoch die Risiken sind. Dem muss klar sein, was da passieren kann. Die müssen der Anstoßpunkt sein, weil sie werden es nicht in der Organisation verankert bekommen. Sie bekommen nicht das Thema Cyber Resilience, Cyber Widerstandsfähigkeit als Kultur in die Organisation als normal eingebaut, wenn das Senior Management davon keinen blassen Dunst hat und vielleicht sogar selber einer der Angriffspunkte darstellt. Also wie immer, es geht nur mit der richtigen Management Attention. Wie spielt Resilia mit Eitel zusammen? Ich hatte es ja schon ganz gut kurz erwähnt. Eitel und Resilia ergänzen sich gegenseitig, passen perfekt zusammen. Wie gesagt, deswegen habe ich hier so ein Anführungszeichen geschrieben, es hätte das 6. Eitel-Buch sein können. Wenn man sich das Thema Information Security Management anschaut, ist ja im Bereich Service Design. Da wird ja darüber entschieden, ja, welches Maß an Security müssen wir in welcher Form in unsere Services mit hineinbauen, mit designen, mit planen. Aber es ist relativ dünn. Da haben wir einen perfekten Ansatzpunkt, aber es geht doch deutlich weit darüber hinaus, denn Resilia orientiert sich an den kompletten Lifecycle. Das heißt also in allen Bereichen der Serviceerbringung, ob das die Strategie, das Design, das Transition Operations oder für die kontinuierliche Verbesserung ist, gibt es dann die Aktivitäten, die praktisch dann in mein normales Leben eingebaut werden müssen. Man findet auch in der Literatur, findet man klare Verweise immer in den Kapiteln von, wie kann man denn das so verheiraten, wie spielt denn Service Design mit Cyber Resilience Design oder Transition und Strategie zusammen. Der Riesenvorteil hier ist, wir haben mit Eitel ja ein weltweit etabliertes Framework, das sich tausend oder wahrscheinlich sogar millionenfach entsprechend bewährt hat. Das funktioniert, das Akzeptanz genießt. Und dadurch, dass ich jetzt Cyber Resilience praktisch an Eitel entsprechend andocken kann, ich kann die Awareness, die ich für Service Management geschaffen habe, das Bewusstsein, die Strukturen, die Abläufe, das Verhalten, das kann ich alles nutzen, um Cyber Resilience umzusetzen und in die Organisation zu bringen. Da war der Weg, den wir vielleicht am Anfang mit Service Management gegangen sind, viel, viel weiter, weil da muss man von Null anfangen. Hier fangen Sie nicht von Null an. Sie geben Ihrem Service Management noch, ich sage jetzt mal, einen zusätzlichen Aspekt Richtung Cyber Resilience und können das Management-System, das Sie hoffentlich wirklich verankert haben, dort nutzen. Ergo auch natürlich für die entsprechenden Menschen, die hier unterwegs sind, ob das jetzt Berater, Trainer oder Spezialisten in der Organisation sind, auch ein ganz starkes Thema, ein ganz wichtiges Thema. Eitel Expert soll sich auf jeden Fall mit Thema Cyber Resilience auseinandersetzen, weil es ein existenzieller Bestandteil der Serviceerbringung sein wird. Nicht sein wird, schon seit langem ist, aber nicht, leider nicht
häufig nicht genug betrachtet wird. Da haben wir ja schon drüber geschaut. Also, im Zusammenspiel mit Idle passt perfekt und lässt sich so auch perfekt in Ihre bestehenden Strukturen mit eigentlich da verhältnismäßig wenig Aufwand ja, integrieren, weil Sie einfach diese Managementstrukturen nutzen können, die heute schon da sind. Also ein sehr, sehr guter Schachzug, dieses dort sauber zu verheiraten. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihr Service Management schon gut mit Governance verheiratet und zusammengebracht haben und mit Ihrem Projekt- und Risikomanagement, können Sie jetzt, ich sag mal, diese Lücke der Cyber Resilience mit Resilia super gut schließen, ohne alles neu erfinden zu müssen. Welche Kurse bieten wir dazu an? Es wird geben, der startet ab September, eine 3-Tage-Foundation. Die gibt es bei uns als Präsenztraining, genauso wie im virtuellen Klassenraum. Die können Sie dort durchführen. Wie gesagt, 3-Tage-Prüfung ist sehr ähnlich, wie man das von Idle oder Prince2 auch kennt. Eine Multiple-Choice-Prüfung mit entsprechenden Ankreuzen. Und der Kurs wird kosten 1300 Euro plus die entsprechenden Prüfungsgebühren. Ende des Jahres, die ist momentan noch nicht veröffentlicht, kommt aber jetzt im Herbst, ist sie angekündigt, kommt dann der Resilia Practitioner. Auch ähnlich in der Struktur, wie man das von Prinz kennt, ist dann also eine 2-Tage-Ergänzung. Hier ist es auch so, dass man praktisch in der Foundation das grundlegende Fach-Know-how aufbaut. Also man sieht, wie es Resilia aufgebaut. Man kann sich das schauen, welche Entscheidungen im tagtäglichen Leben wirkt sich wie auf die Widerstandsfähigkeit aus. Man bekommt diesen umfassenden Ansatz für alle Bereiche für Resilia oder für Cyber Resilience aufgezeigt und auch so Ansätze, wie man etabliert man das. Das ist die Foundation, das heißt also das, was im Buch steht. Der Practitioner ist dann wiederum die praktische Anwendung. Also wie sieht effektive Cyber Resilience aus? Wie kann ich das in die Praxis umsetzen? Was gibt es für Fallstricke? Was gibt es für Risiken? Und es ist ja immer eine Balance. Management ist immer Balance, die hergestellt werden muss zwischen Risiken, Kosten, Nutzen und Flexibilität. Hier bei Resilia gilt genau das Gleiche wie auch bei Idle. Sie müssen sich immer die Frage stellen, wie viel Cyber Resilience brauche ich wirklich, um individuell erfolgreich zu sein, um meine Geschäftsergebnisse positiv zu beeinflussen. Eine Überreglementierung oder ein Cyber Resilience aus Selbstzweck heraus ist auch wieder nicht richtig. Also das würde natürlich nicht funktionieren. Wie gesagt, Buchtreue ist kein Qualitätskriterium. Und das ist eine Frage dieser optimalen Balance, wo man sich dann im Practitioner auch mit auseinandersetzt. Also zwei Trainings. Wie gesagt, der Practitioner wird kommen im Herbst, wahrscheinlich so ab, also spätestens ab Dezember dürfte er durchgeführt werden. In dem Moment, wo der Practitioner da ist, wird es auch wieder die Kombinationskurse geben bei uns, kompakt, wo man sagen kann, ich kann Foundation und Practitioner am Stück durchmachen in 5 Tagen, was dann meistens auch einen Preisvorteil mit sich bringt und für doch immer sehr gut angenommen wird, weil man sich nicht zweimal rauslösen muss, wenn man einmal sich damit sagt, setze ich mich mit dem Thema auseinander, packe ich das so zusammen. Also diese Kombination wird es dann auch geben, zusammen mit dem Start des Practitioners. Prüfungen sind bei beiden zurzeit in Englisch. Es ist momentan noch nicht geplant, deutsche Übersetzung für die Prüfung zu haben. Ich gehe aber davon aus, in dem Moment, wo das Thema zieht, und da bin ich mir sicher, dass es ziehen wird, denn es passt, wie gesagt, ja perfekt in die Zeit und ein entsprechendes Marktpotenzial dafür da ist, werden deutsche Prüfungen dafür verfügbar sein. Also daher, ich sag mal so, vielleicht Mitte nächsten Jahres könnte ich mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Aber offiziell gibt es da noch keine Verlautbarung. Wenn man danach fragt, kommt aus Richtung der intellektuellen Eigentümer. Wir warten ab, wie die Marktresonanz auf den verschiedenen Märkten ausfällt und aussieht. Ja, also hier die beiden Kurse. Foundation bereits auch buchbar. Practitioner kommt den nächsten, wenn dann auch klar da ist, wie der inhaltlich genau aussehen soll. Auch dann wird er dann schon buchbar sein. Foundation, wie gesagt, geht los ab September. Und da habe ich auch noch einen schönen Hinweis für Sie. Parallel haben Sie vielleicht auch schon gehört, zu Resilia startet ja auch das Thema Prince2 Agile, das heißt die Transformation oder wie kann ich die Prince2-Prinzipien agil anwenden, hat auch eine sehr, sehr hohe und sehr gute Marktresonanz, scheint also ein Thema zu sein, das wirklich in der Breite interessiert.
zwei Themen, die wir absolut für wichtig und toll halten, dass sie jetzt auf den deutschen Markt auch kommen. Daher feiern wir so ein bisschen das erste Training möchten wir ganz gerne mit Ihnen zusammen ein bisschen feiern und bieten dafür einen Resilient Prince 2 Agile Event an. Hier bei uns in unserem Schulungszentrum in Bad Homburg wird also parallel ein Resilia-Kurs stattfinden und ein Prince 2 Agile-Kurs stattfinden, in dem natürlich auch die Prüfung geschrieben wird und wir dann aber abends mit einem gemeinsam grillen werden. Wir werden Rahmen für Networking bieten, werden das vielleicht auch noch anreichern mit einer Simulation. Also werden richtig so drei Tage lang ein Event draus machen, das in das Thema einzusteigen. Um auch das für Sie interessant zu machen, bieten wir hier auch einen Vorteilspreis an für diejenigen, die da Lust drauf haben, für diesen Kurs 990 Euro plus die entsprechende Prüfungsgebühr. Also entweder Resilia oder Prince 2 jeweils 990 Euro. Sie müssen natürlich sich für einen der beiden Kurse entscheiden. Wird bestimmt auf der einen Seite super spannend, super interessant von inhaltlich, aber auch Wissensvermittlung auf unterhaltsame Weise, dafür steht die Serview mit unserem Prinzip des Edutainments und die vielleicht unseren Kongress schon kennen oder andere Veranstaltungen. Das wird inhaltlich spitzenmäßig, aber mit Sicherheit auch unterhaltsam. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie dort begrüßen dürfen. Wenn Sie Fragen noch dazu haben, würde ich mal gucken, Tobias, haben wir Fragen reinbekommen, die wir noch vielleicht die eine oder andere beantworten können? Vielen Dank, Markus, erst einmal für die informative Präsentation. In der Tat, es sind reichlich Fragen eingetroffen. Ich würde gerne so 3 bis 4 Fragen einmal rausgreifen. Und zwar ein Teilnehmer möchte gerne wissen, können Sie noch etwas zum Zusammenspiel von Resilia und ITIL sagen? Ja, wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass man in Anführungszeichen sagen kann, das ist das 6. ITIL-Buch. Und das ist etwas, was hier einer der Riesenvorteile darstellt, dass man das Resilia wirklich so aufgebaut hat, dass es an ein weltweit akzeptiertes und auch entsprechend bewährtes Framework ja praktisch andockt. Und die Struktur des Buches ist auch exakt so aufgebaut. Es gibt nur ein Buch, also Resilia Fachbuch ist nur ein Buch, nicht 5. Also in ITIL haben wir ja pro Phase ein Buch, in Resilia haben wir ein Buch, das in dem alle 5 Phasen abgedeckt sind. Aber man findet hier also wirklich auch ganz, ganz viele Verweise und Best Practices, wie man etablierte Strukturen nutzen kann. Und das ist etwas, was den Implementierungsaufwand natürlich enorm reduziert sofort Ansatzpunkte hat, auch sehr kurzfristig Ergebnisse zu erzielen. Also daher hier im Zusammenspiel, also auf der thematischen und Umsetzungsebene, super gut. Und natürlich für ITIL-Experten ein ganz neues Feld, in dem sie sich auch bewegen können und vielleicht auch, ich sag mal, für den ITIL- oder IT-Experten eine Karrieremöglichkeit außerhalb der IT, nämlich sich mit solchen Themen zu etablieren und Legitimation zu erzielen. Also daher macht wirklich Sinn, sich das anzuschauen. ITIL-Know-how schadet hier auf keinen Fall. Jo. Ein weiterer Teilnehmer möchte gerne wissen, wie unterscheidet sich Cyber Resilience von Information Security Management? Hatten wir ja gesehen, also die, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie man das für sich auch versteht. Ich bin kein ISO 27000 Experte im Detail. Und für mich war, wenn ich mir Information Security Management in ITIL anschaue, war das auch schon immer so ein ganzheitlicher Ansatz, in dem man sich über die Strategie ja Gedanken machen muss, welches Maß an Security brauche ich eigentlich, wie will ich das umsetzen und dann über einen praktischen Deming Cycle, Plan, Do, Check, Act, kontinuierlich dafür zu sorgen, dass meine Security immer so aufgebaut ist, dass sie entsprechend das richtige Maß bietet, dass die richtigen Maßnahmen umgesetzt sind und auch Wirkung erzielen. Cyber Resilience hat ergänzt das Thema nochmal die Risiken, die sich ja mit Sicherheit auch verändert und verstärkt haben. Und wenn man in die Praxis schaut, ist so, dass Security häufig sehr stark sich mit der Prävention auseinandersetzt und weniger mit dem, was ist, wenn ein Angriff passiert ist. Und das ist eine Erkenntnis, die sehr stark ist. Das hatte ich vorhin so auf der einen Folie, wo ich sagte, wir sind niemals sicher. Egal, wie viel Security Sie gemacht haben, wie hoch Ihre Firewalls sind, es wird immer irgendeinen geben, der drüber springt.
Und die Frage ist, ich muss meine Organisation auch darauf vorbereiten, nicht nur möglichst hohe Mauern zu bauen, möglichst hohe Security-Anforderungen zu definieren und umzusetzen, sondern auch meine Organisation damit auseinandersetzen und mich darauf vorbereiten, wie gehe ich damit um, wenn eine Attacke passiert ist. Wie sorge ich dafür, dass ich trotzdem dort entsprechende Widerstandsfähigkeit habe? Also praktisch so mein internes Immunsystem in Anführungszeichen dort aufzubauen. Und da liegt für mich der wesentliche Unterschied, sodass man bei Security sehr schnell so bei den organisatorischen oder technischen Maßnahmen ist. Hier bei Cyber Resilience ist man eher auf der Ebene des Management-Systems. Da liegt aber auch dann der Vorteil, weil sonst würde es sich ja gegenseitig widersprechen oder ersetzen. Das ist nicht der Fall, sondern in der Kombination von Information Security Management und Cyber Resilience, wenn ich das sauber zusammenbringe, habe ich die Maßnahmenebene und vielleicht eher die taktisch-operative Ebene, und ich kann mit dem Cyber Resilience sehr cool die eher Management-Ebene adressieren. Also perfektes Zusammenspiel. Ja. Ein weiterer Teilnehmer möchte gerne wissen, warum sollten sich IT-Experts mit Resilia beschäftigen? Das kann man ganz einfach beantworten, ne? Also für die da mit IT Geld verdienen, da liegt ein Riesenpotenzial in der Zukunft, ohne Frage. Also als Berater werde ich die oder auch als Unternehmen werde ich das beantworten müssen. Bin ich IT-Experte in der internen Organisation, werden die Anforderungen auf mich zukommen. Also ich muss mich damit auseinandersetzen, ob ich das will oder ob ich das auch nicht. Es liegen natürlich auch entsprechend riesen Karrierepotenziale da drin. Und das Thema wird immer mehr kommen und das Thema wird von oben kommen. Das Senior Management und die Kunden werden erkennen, dass sie dafür accountable sind. Und in dem Moment, wo ein Senior Manager merkt, ich halte meinen Kopf dafür hin, dass in meiner Organisation Cyber Resilience funktioniert, wird er das mit sehr hoher Priorität in die Umsetzung bringen, und da liegen natürlich entsprechende Potenziale. Ein IT-Expert hat erstmal das grundsätzliche Verständnis für den Lifecycle und er hat alle Instrumente in der Hand, die er braucht, um so ein Management zum Fliegen und dementsprechend in Effektivität zu bringen. Da hat er schon einen riesen Vorteil und Vorsprung vor jedem anderen, der sich mit so einem Thema auseinandersetzt. Und daher würde ich sagen, ist die Resilia-Qualifikation im persönlichen Portfolio eines IT-Experts der perfekte nächste Schritt. Also das Thema muss man drauf haben. Und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren so Commodity sein wird, eine Resilia Foundation zu haben, wie es vielleicht heute Commodity ist, eine IT-Zertifizierung zu haben für jeden, der sich in den Bereichen bewegt. Kommen wir nun zu einer letzten Frage. Welche Vorqualifikation braucht Resilia? Also grundsätzlich erstmal für die Foundation braucht man nichts. Also in dem Kurs werden alle, wird das sauber aufgebaut, genauso wie man jetzt für eine IT Foundation ja auch keine Vorqualifikation braucht. Insofern ein Verständnis von Service Management wird mit Sicherheit helfen und Berufserfahrung wird mit Sicherheit auch helfen. Das ist aber bei IT auch nicht anders. Also erstmal grundsätzlich für die Qualifikation brauche ich nichts. Der Practitioner braucht die Foundation. Das ist auch der entsprechende Klassiker. Aber ich denke, wir werden gerade in der ersten Phase auch ganz viele IT-Experten in diesen Kursen haben, und das wird die Kurse nur interessanter machen. Ja. Aber erstmal grundsätzlich, formalistisch braucht man keine Vorqualifikation. Und wenn man keine hat und sagt, das Thema ist trotzdem für interessant für mich, braucht man auch keine Angst haben, dass man dann zwischen lauter IT-Experten sitzt und irgendwie nichts mehr versteht. Die Kurse sind so aufgebaut, dass es jeden, also egal, wo vorher die Leute herkommen, dass wir die da abholen, wo sie stehen. Aber das habe ich wie gesagt, in ITIL oder Prinz oder sonstigen Kursen, haben sie diese Herausforderung genauso. Somit sind wir auch schon am Ende mit unserem heutigen Webinar. Wie anfangs erwähnt, werden Ihre gestellten Fragen im Nachgang von uns schriftlich beantwortet und Ihnen per Mail zugestellt. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die nächsten Termine sowie Webinare finden Sie auf unserer Webseite www.surfview.de. Wir würden uns freuen, Sie bei dem einen oder anderen Webinar begrüßen zu dürfen. Damit möchten wir uns bei allen Teilnehmern für Ihre Aufmerksamkeit und Ihren Wissensdurst bedanken. Sie werden in den nächsten Tagen noch die angekündigte E-Mail mit den Fragen und Antworten erhalten. Somit beenden wir das Webinar für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag sowie ein schönes Wochenende. Dankeschön. Tschüss.